meinem Wagen die ganze Welt bereist. Zuletzt war ich in Colombo. Du bist Colombo. Da hat mich Ihr Brief erreicht. Bitte, da bin ich. Helmut, schauen Sie. Deshalb habe ich Ihnen geschrieben, dass Sie sofort herkommen sollen. Zum Bridge spielen? Nein, sehen Sie doch. Mein Bruder ist ganz verrückt nach Ihnen. Aber Carla... Nein, 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 ich täusche mich nicht. Aber Sie machen sich bestimmt unnötige Sorgen. Das ist doch bei einem so jungen Menschen nicht so tragisch zu nehmen. Das ist ja alles nicht so schlimm. Sie müssen ihn von dieser Frau befreien. Sie sind doch sein Freund. Was haben Sie eigentlich gegen diese Frau? Ich weiß nicht. Sie ist mir unheimlich. Denn ihre ganze Art kommt mir so unecht vor. Eugen ist doch viel. So jung für so eine Frau, ein halbes Kind. Und die Frau ist schon zweimal verheiratet. Zweimal verheiratet? Beeilen Sie sich, sonst kommen Sie zu spät. Jawohl, liebe Frau. Ich werde mich sofort umziehen, ja. Ah, da ist der Helmut. Nee, Frau, bitte wollen wir einen Augenblick. Bitte schön, liebe Frau. Komm, Carla, es ist Zeit zum Souper. Wir müssen uns ja noch umkleiden. Helmut, du speist doch mit uns, nicht wahr? Aber gern, wenn es der gnädigen Frau angenehm ist. Oh ja, sehr gern. Danke. Augenblick, wir sind gleich wieder da. Komm, Carla, komm. Kinder sehr gern. Kinder können nie genug Sonne und Freude haben. Haben Sie Kinder, gnädige Frau? Nein. Verzeihung, ich wollte Ihnen nicht wehtun. So, da sind wir jetzt wieder. Wollen wir jetzt nicht gehen? Seien Sie mir nicht böse, aber ich möchte auf meinem Zimmer essen. Ja, aber Kind. Na, Sikora, na, wir können es doch ruhig sagen. Na, wir sind doch alte Freunde, ne? Na, also was für ein Ding haben Sie in diesem Hotel zu drehen beabsichtigt, ne? Erlauben Sie mal, unser einer will doch auch mal irgendwo hin zur Erholung fahren. So, und dann mieten Sie sich ausgerechnet im Zimmer neben dieser Dame ein, die über den wertvollen Schmuck verfügt. Tja, es war so herrlich nach dem Süden gelegen. Es ist ja ganz egal. Jedenfalls haben Sie noch 2 Jahre für den Bankeinbruch mit der Agrarbank abzusitzen. Außerdem werden Sie von Paris gesucht, verfolgt und verlangt. Na und für den letzten Ausbruch haben Sie jedenfalls auch noch eine Kleinigkeit zu gewärtigen. Schrecklich, was für ein gesuchter Mensch man ist. Also führen Sie nach, ja? Herr Kommissar, es war mir ein besonderes Vergnügen. Ja, na nur nicht drängeln, ja? Das vertraue ich nicht. Mach's vorher.
Frau Sandmann hat keine Adresse hinterlassen. Danke. Denk dir nur, Kara. Sie ist abgereist. Was sagst du dazu? Ohne uns auch nur ein Wort zu sagen. Abgereist. So. Merkwürdig. Abgereist? Wohin denn? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht nach Hause. Aufstieg mal. Jetzt melde mir ein dringendes Gespräch an. Und in 2 Stunden kann ich die Kopf packen. Ach, Portier. Sir. Meine Rechnung muss sofort meinen Wagen vorfahren lassen. Jawohl. Helmut, ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Hallo. Kann ich bei Ihnen ein Zimmer bekommen? Gewiss, gewiss, hier oben. Sagen Sie, wie geht hier der Weg nach Schloss Sandbaum? Wenn Sie diesen Weg geradeaus gehen, ja, da links, jawohl, da links, da sehen Sie dann die Türme und da ist das Schloss. Dankeschön, bitte sehr. Also Jamba, die Sachen aufs Zimmer schaffen. Ein Herr wünscht die gnädige Frau zu sprechen. Ein Herr? Na und? Er hatte keinen Namen genannt, ließ sich nicht abweisen, er wartet uns. Na also gut, ich komme runter, ja? Und dann holen Sie mir schnell ein Ei. Bitte, gnädige Frau. Gnädige Frau. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich habe Sie doch gar nicht gebeten, hierher zu kommen. Sie verfolgen mich ja förmlich. Ja, aber gnädige Frau, Sie wissen doch noch gar nicht, was... Das interessiert mich nicht und das will ich auch gar nicht wissen. Jedenfalls, ich habe Sie nicht eingeladen. Ja, aber... Muss ich noch deutlicher werden? Ich bitte Sie, mich zu verlassen. Liebe Frau, ich bitte Sie. Ich bin gekommen, um mich zu entschuldigen. Ich glaube, ich war vorhin nicht sehr höflich zu Ihnen.
du. Und wann wirst du meine Frau? Mein Gott, ich kann doch deine Frau nicht werden. Hörst du? Nie! Niemals! Alles, was du bist, ist dein Geliebter, alles. Aber deine Frau? Nein. So, dann bist du also nichts anderes als eine Dürre. Mein Mann schon unten beim Frühstück? Der gnädige Herr wartet unten. Gnädige Frau, es hat sich ein Mann gemeldet, der sich um die Chauffeurstelle bewirbt. So. Na ja, danke, es ist gut. Sie sind dann hiermit engagiert. Jawohl, Herr Gregor. Ah, Erika. Guten Morgen. Guten Morgen. Nette Überraschung, ist das? Nein. Übrigens, unser neuer Chauffeur. Entschuldige mich einen Augenblick. Ich will den Leuten nur ein Trinkgeld geben und komme sofort wieder zurück. Könnt ihr mich denn nicht endlich in Frieden lassen? Das könnt ihr so passen, gnädige Frau. Nein! Du hast zu gehorchen, wenn Sikora befiehlt. Es ist zu freuen, dass es einen neuen Schlossherrn gibt.
Den müsst ihr mir lassen. Den geb ich nicht her. An dem häng ich wie am Leben. Na. Gerade bei dem Mann das Theater. Bei den beiden anderen ging's doch viel einfacher. Schweig! Jawohl, nächste Frau, ich habe schon viel schwere Waren gefahren. Sie können gehen. Lassen Sie sich draußen den Wagen zeigen. Erika? Ja. Du hör mal, es ist etwas Entsetzliches passiert. Baron Teerhusen hat sich erschossen. Helmut, das ist ja schrecklich, der arme kleine Baron. Er hat dir einen Abschiedsbrief geschrieben und Carla hat ihn dir mitgeschickt. Gib ihn mir. Du, er hat mir ein Legat ausgesetzt. Ein Legat? Aber das kannst du doch nicht annehmen. Nein, selbstverständlich nicht. Du, das ist... Was war denn das? Deine arme Wahnsinnige. Schon seit vielen Jahren bei meinem Mann in Diensten gewesen und bekommt jetzt das Gnadenbrot. Du, Loris, mach das weg rum! Was machst du? Hörst du? Mach das weg rum! Du, was machst du? Ich bin ein neuer Chauffeur, Johnny. Netter Wagen, was? Ich bin keine Johnny. Ich bin Jamba. Das ist nicht deine Wagen, das ist meine von meinen Herren. Nein, wir werden uns schon vertragen, Johnny. Endlich traurig. Carla, Sie kennen mich doch. Ich kann nicht viel Worte machen. Aber wenn Sie mal einen Menschen brauchen und dann... Ich danke Ihnen, Helmut. Darf ich Ihnen auch mein größtes Bedauern aussprechen und Ihnen... Also Carla, wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihnen behilflich sein könnten. Auf Wiedersehen. Was machen hier? Reparatur. Was kaputt? Was? Der Wagen. Du liegen, Wagen ist ganz. Du bin ich Chauffeur oder du, Johnny? Du Chauffeur, aber ich? Gutes Herren, gutes Diener. Pass nur auf, dass du kein zu guter Diener wirst. Mach, dass du wegkommst. Geh schon! Weißt du, ich bin doch jetzt durch die ganze Welt gereist, mal hierhin, mal dorthin, und ich habe nie gewusst, wie schön es ist, ein eigenes Heim zu haben.
Du, ich bin ja so glücklich. Was hast du denn? Du bist ja so schweigsam. Ich? Aber gar nicht. Geh, musizier ein wenig, ja? Wenn es dir Vergnügen macht, gerne. Es ist
wirklich sehr freundlich von Ihnen, Herr Krüger. Schau, Wetter, verflucht ist. Alles in Ordnung. Macht Schwierigkeiten. Ja, jetzt bin ich wieder da. In eine Seele mehr Geld anlegen müssen, um wieder ein Ziel zu können. Oh, in einem anderen. Ich bin Frühaufsteher. Ah, wollen Sie mit mir frühstücken? Nein, nein, ich will Sie nicht länger stören. Besten Dank für die Gastfreundschaft und meine Empfehlungen an die werte Frau Gemahlin. Auf Wiedersehen, Herr Krüger. Auf Wiedersehen, Herr... Schiereisen, Professor der Botanik. Wiedersehen. Wiedersehen. Danke, Lorenz. Ist heute Nacht jemand mit dem Wagen gefahren? Nein, Herr Krüger. Thank you.
vorher mit Ihrem Bräutigam gesprochen zu haben. Und der sitzt eben momentan im Zuchthaus. Ich liebe nur aus Liebe, denn das ist mein Prinzip. Wenn ich geschrieben wäre, wie hätte ich geschrieben? Doch ohne Liebe, Liebe, das weiß man ja nicht sein. Und wenn, musst du unbedingt vom guten Leben sein. Adieu, und geh, und komm nicht mehr zurück, denn hier, bei mir, da hast du wieder Glück. Für einen Mann, der mir gescheit kann, und ich bin nur noch an der Stadt. Erika? Ja? Du hast ja doch das Legat angenommen. Legat? Ich? Nein. Nein, nein, ich bin durchaus noch nicht entschlossen. Aber Carla hat mir doch geschrieben, dass dein Beauftragter das Geld bereits abgehoben hat. Helmut, ich habe gelogen. Ach so. Es war doch so viel Geld und... Wir Frauen, wir brauchen doch immer Geld. Ich habe mir etwas dafür gekauft. Zeig mal her. Gefällt es dir? Sehr hübsch. Bist du mir jetzt nicht mehr böse? Gib mir einen kurzen Hosen. Und noch einen. Was hast du denn? Was ist denn, Helmut? Ich weiß nicht, was das ist in letzter Zeit. Immer diese Stiche im Kopf. Ah. Ich werde dir ein Pulver holen. Aber nein, lass doch. Komm doch. Martha. Martha, sehr vorsichtig bei Pulver. Ach, was fällt dir ein? Lass dich in Ruhe damit. Ich will nicht davon wissen. Ich will nichts davon wissen. Hier wird nicht geschnüffelt. Ach so, das kannst du nehmen. Ihr habt was vor? Zu dienen, gnädige Frau. Habt ihr schon begonnen? Na, glaubst du, wir können ewig warten? Mein Gott, und diese Kopfschmerzen?
Fürsten durch ein Pyramidon nicht zu beheben sein. Können. Du, ich mache nicht mehr mit. Wenn du uns verpfeifen willst, du, wir finden noch immer offene Türen. Aber wenn Sikora dich fallen lässt, dann ist es aus mit dir, Madame Blaubart. Nimm vorläufig nichts. Ich will mit Sikora allein sprechen. Ich will mit Sikora allein sprechen. Geh hin, sprich mit ihm. Weißt du, was er dir sagen wird? Bei mir kannst du nichts erben, Kindchen. Wir wollen noch eine kleine Erbschaft machen. Und ich werde doch mit ihm sprechen. Sprich mit dem Teufel! Wer mit Sikora arbeitet, macht eine fabelhafte Partie. Nun, um Angst muss ich Sie dringend bitten, Herr Sikora. Diskretion. Sikora schweigt wie das Grab. Wie das Grab. Wie das Grab. Ich bin sehr vereinsamt. Ich weiß. Geld muss er haben. Viel Geld. Sehr viel Geld. Herr Professor. Na, Sie haben wohl auch so ein Ding bei sich. Darf ich mal nachsehen? Bitte, bedienen Sie sich. Bitte suchen Sie weiter, vielleicht finden Sie noch etwas Interessantes. Eine Kriminalmarke? Gestatten Sie, Kriminalkommissar Schiereisen. Sagen Sie mal,
Haben Sie sich Ihr Bett schon einmal im Dunkeln angesehen? Mein Bett im Dunkeln? Ja. Ja, aber... Achten Sie genau auf diese Wandverkleidung. Sie konnten es nicht sehen, aber die Kopfschmerzen, die haben Sie wohl gespürt. Warten Sie einen Moment. So. Da haben wir das Ding. Hübsch. Was? Ja, aber was ist denn das? Radium. Radium? Die Herrschaften waren bereit, sich ihren Tod etwas kosten zu lassen. Ja, aber das ist ja... Nach meinen Informationen hätte sich das Geschäft trotzdem für die Leute gelohnt, denn Sie sind ja ein recht vermögender Mann, Herr Krüger. Aber ich begreife nicht. Ich stehe da... Herr Gott, wo haben Sie die Informationen her? Tja, auch der Kriminalist braucht Glück. Es gibt da eine gewisse junge Dame, eine Baronin Terhusen, die sehr besorgt um sie war. Die Baroness erfuhr, dass wir uns für diesen Typusfall auf diesem Schlosse interessieren. Merkwürdigerweise war es der einzige hier in der Umgebung. Sie bot mir ihre Hilfe. Und jetzt sind wir gerade dabei, die Ursache dieses sonderbaren Krankheitsfalls zu erforschen. Zunächst muss ich das Vertrauen des Führers der Bande gewinnen. Das ist derselbe Mann, den Sie damals im Hotel Splendid so unhöflich daran hinderten, Ihre Frau aufzusuchen. Der Verbrecher, der damals verhaftet wurde? Mit Ihrer Hilfe, ja, ganz recht. Nun und dann musste ich mich hier ein wenig umsehen, daher meine Kenntnisse und mein Logierbesuch. Nämlich diese nette Substanz, die im Dunkeln so schön leuchtet, verursacht nämlich auf die Dauer mehr als bloß Kopfschmerzen. Bin ich so weit, Ihnen sagen zu können, Ihre Frau. Was ist denn das? Mein Chauffeur? Um Gottes Willen. Der Haftkomplize? Ihre Frau. Halt! Halt! Du nichts tun, Master. Jamba gewachen. Ja, aber das ist doch mein Diener. Lorenz tot. Jamba gewacht. Hier, oben. Jede Nacht gewacht, Jambo. Der Schwarze scheint den Herrschaften unbequem geworden zu sein.
Es ist die bekannte Grube, die man gräbt und in die man am Ende selbst hineinfällt. Wohin gehen Sie? Zu meiner Frau. Komm, komm! Alte Frau weiß mehr. Ja, natürlich. Ja, er ist dir zweifellos nachgefahren.
Aber wir haben die Autonummer. In einer Stunde sind sämtliche Polizeiposten verständigt. Ja, bis zum Abend haben wir sie. Sie ja alles auf mich nehmen. Nur für eine gemeine Mörderin soll er mich nicht halten. Erich, lassen Sie mir. Ich möchte ihn nur noch ein einziges Mal sprechen. Ich werde alles tun, um die Polizei zurückzuhalten. Auto A1 23466 in Richtung Kreinsheim gesichtet. Polizeibüro? Ja. Eingetroffen. Bleiben Sie dort, machen Sie kein Aufsehen, wir kommen sofort. Wieder im Kurhotel. Da ist doch immer was los. Telefonieren Sie. Schiereisen soll sofort im Flugzeug hierher kommen. Wir haben Sie. Geld? Tja, aber ich will kein Geld. Ich will nicht weg. Ich will nicht fort. Helmut, ich hab dich ja so lieb. Lieber als mein Leben. Hör mich an. Es ist vielleicht das letzte Mal, dass du meine Stimme hörst. Helmut, du weißt ja, woher ich komme. Sikora, seiner Spelunke hat er mich geholt. Er hat mich mit meinem ersten Mann verkuppelt. Des Geldes wegen. Und dann kamst du, Helmut, und mit dir kam das Glück und die Liebe und die zitternde Angst um dein Leben. Verlass dich nicht mehr. Ich warte auf dich. Helmut, geh jetzt. Ich,
Ich will mich nur noch ein bisschen zurecht machen. Helmut! Du! Geh jetzt. Du geh, geh. Bitte sich einen Augenblick zu gedulden. Meine Frau macht sich nur noch zurecht. Inter!